Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist mal wieder soweit, wird Zeit für einen MAE Taste Test. Heute habe ich das holländische MAE und zwar habe ich zwei Stück hier. Ihr seht, das sind ganz schöne Packen hier. Das ist ein ganz Tagesmenü. Schokomüsli, vegetarische Tomatenpasta und Tomaten mit Soja. Oder wir haben hier Fruchtmüsli, Pasta Bolognese oder Chicken Couscous. Und ja, klingt auf jeden Fall geiler. Also Chicken Couscous, Pasta Bolognese. Ich würde sagen, da gucken wir rein. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Das Ding ist so groß, ihr könnt mich hinten dran fast nicht sehen. Also eine richtig große Packung hier, das niederländische MAE. Ordentlich was drin, auch für den ganzen Tag. Ein Großteil werden wir jetzt zubereiten. Ich werde wahrscheinlich nicht alles essen, denn dann kann ich wahrscheinlich die nächsten zwei Tage nichts mehr essen. Komplett hat es auch 5460 Kilokalorien. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Also eine ganz schöne Menge. Ja, mit langen Schnacken. Wir gucken uns an, was drin ist. Ein riesen Zubehörpaket. Ich nehme hier erstmal alles komplett raus. Fliegt schon alles durch die Gegend. Also das ist Wahnsinn. Allein wenn ich sehe, was jetzt hier an Zubehör dabei ist. Instant Getränkepulver, Kakao Getränkepulver. Wahnsinn. Das ist das Frühstück. Haferporridge. Dann haben wir hier eine Fruchtmüsli. Okay. Chicken Couscous. Und wir haben hier Pasta Bolognese. 4. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Krass. Also ich habe Frühstück, Mittagessen, Abendessen und noch eine Zwischenmahlzeit oder zwei Teile zum Frühstück. Plus noch jede Menge, was dazugehört. Übrigens, Hersteller ist hier Orifo und Voyager. Orifo kenne ich, die sind öfter mal bei der Ration der Bundeswehr dabei. Voyager ist eine französische Firma. Auch die Sachen aus dem Decathlon werden, soweit ich das weiß, von Voyager produziert. Dass die jetzt auch miteinander kooperieren, war mir nicht bewusst. Das sehe ich jetzt zum allerersten Mal. Wir werden rausfinden, wie es schmeckt. Hier ist noch eine komplette Liste, was das hier an Nahrungsinhaltsstoffen hat, wie viele Kalorien, Eiweiß, Zucker und so weiter, Kohlenhydrate, extrem aufgeschlüsselt. Wir fangen einfach mal an und gucken mal, was hier drin ist. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt alles einzeln auspacke, dann gibt es ein Chaos. Ich packe jetzt alles mal aus und dann gucken wir es uns schnell zusammen an. Also Leute, ich bin hier leicht überfordert. Ihr seht, mein Stehpult ist komplett befüllt. Wir haben hier die vier Mahlzeiten, die ich euch eben genannt habe. Fruchtkekse, Käsecracker, normale Kekse, Aprikosenmarmelade, Erdnussbutter, nochmal Fruchtkekse, zweimal Alkoholtücher, Thunfischpastee, Farmhauspastee, dann einen Löffel. Wir haben hier eine Rinderbouillon, wir haben eine Tomatensuppe. Wir haben Vitamintabletten drin, Kaugummis drin, Salz, Pfeffer, Sambal, Oleg zum Nachwürzen, getrocknete Kräuter, keine Ahnung, wo die reinkommen für die Pasta oder so. Frühstücktee, einen grünen Tee, einen Orangentee, zweimal Kaffee mit jede Menge Creamer, Kaffeeweißer und Zucker, Eistee, Tränkepulver, Pfirsich. Wir haben zwei Kakaogetränke, da war noch ein Himbeergetränk. Wir haben zweimal Erdnüsse, eine Zahnbürste ist mit dabei. Die probieren wir das nächste Mal, wenn wir draußen sind im Camp aus. Ein Beef Jerky ist mit dabei, ein Vanillekuchen und noch ein Proteinriegel. Das ist der absolute Knaller, was hier viel dabei ist. Und ich, also ob das Ganze jetzt nur für einen Tag ist oder ob das für zwei Tage gedacht ist, ich weiß es nicht. Wenn das jemand von euch weiß, dann haut es mir in die Kommentare. Ich bin gerade absolut geflasht. Damit wir hier ein bisschen klarkommen, ich kann das Ganze auch nicht ansatzweise nur alles einmal aufmachen. Das ist einfach viel zu viel. Wir machen mal auf. Die Chicken Couscous interessiert mich. Pasta Bolognese kennt man ungefähr. Das Porridge interessiert mich. Die Kekse gucken wir uns an. Die Erdnüsse gucken wir uns an. Die Pasteten machen wir auf die Kekse. Peanut Butter lassen wir auch mal weg. Den Vanillekuchen machen wir auf. Den Proteinriegel hebe ich mir auch mal auf. Ich mache mir ein Himbeergetränk, einen Kaffee, den Tee hebe ich mir auf und noch eine Suppe.
Ich bereite das mal alles vor und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ich bin total geflasht. Wir legen los mit den ganzen Sachen, die wir vorbereiten müssen. Da haben wir das Haferporridge. Da kommt einmal Wasser rein. Relativ neutral. Dann haben wir den Couscous, da kommt Wasser rein. Da kommt mir schon ein bisschen Couscous entgegen. So. Das sieht schon mal richtig gut aus. Dann haben wir die Rinderbouillon. Da kommt rein 250 ml kochendes Wasser. Machen wir die Rinderbouillon einmal hier drin. Dann haben wir das Kakaogetränkepulver, was wir machen. Da kommt rein 200 ml heißes Wasser. Das Kakao machen wir hier rein. Und dann das Himbeergetränk kommt auch in 250 ml Wasser. Machen wir hier drin, da können wir das gut schütteln. Ja, und der Rest kommt dann danach, die getrockneten Kräuter. Die machen wir auf jeden Fall auf, die interessieren mich mal, was da drin ist. Also, heißes Wasser. Ich habe da mal was vorbereitet. Einmal zum Porridge. Kommt eine ganz schöne Menge hier rein. Das müssen wir wahrscheinlich sowieso ordentlich ziehen lassen, dass die Haferflocken, genau, dass die ordentlich schön aufgehen. Dann Hühnchen mit Couscous. Okay, da kommt weniger Wasser rein. Oh, der riecht aber schon richtig. Oh, riecht ein bisschen Paprika, Curry. Da riecht auf jeden Fall sehr orientalisch. Ja, kann auch mal ziehen. Zack, so. Und dann die Rinderbouillon. Ein feines Süppchen hier. Einmal Rinderbouillon mit 250 ml Wasser. So, und dann einmal Kakao mit 200 ml Wasser. Oh, der riecht auch schon sehr rich. Ein sehr reichhaltiger Kakao. Ist auch ordentlich viel Pulver hier drin. Kakao jetzt mal schön durchrühren. So ein bisschen Couscous am Löffel. Naja, passiert halt. Die Soldaten im Feld können sich das entsprechend auch nicht aussuchen. So, und der ist noch viel zu heiß. Den stellen wir auch mal hier nach vorne. In der Zwischenzeit machen wir dann mal unser Himbeergetränkepulver. 250, ein bisschen mehr sogar. Auch jede Menge Pulver hier. Das riecht richtig stark nach Himbeer hier. Deckel zu. Einmal ordentlich schütteln. Kann das auch schon mal ziehen. Getrocknete Kräutermix. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Das riecht einfach richtig lecker. Das ist einfach eine. Richtig schöne italienische Kräutermischung. Knoblauch, Oregano, Thymian, Basilikum, Majoran. Ja, sehr geil. Also die werde ich mir jetzt ein bisschen was in den Couscous am Schluss reinmachen. Wahrscheinlich wäre es in der Bolognese oder auch in der Tomatensuppe noch besser gekommen. Und dann geht es weiter. Der Vanillekuchen, den machen wir ganz zum Schluss. Dann fangen wir mal an hier mit den Fruchtkeksen. Ich kann mir schon vorstellen, was das ist. So was ähnliches hatte ich, glaube ich, schon mal im britischen MAE drin gehabt. Die haben so ein leichtes Spekulatius-Aroma. Sind auch schön knusprig hier die. Ich weiß nicht, was man erkennen kann. Da sind so ganz leichte Einflüsse drin von Früchten. Vermutlich so ein bisschen Orangeat, Zitronat, Pfirsich, Aprikose, so die Richtung. So vom Stil her so ein bisschen dieser Geschmack von Christstollen, da ist das ja auch alles so drin. Mhm, ganz schlecht. Gefällt mir ganz gut. Dazu Kaffee oder Kakao. Kakao war hier. Dann haben wir die Rinderbrühe. Einmal dippen. Oh, der Kakao, der ist sehr rich. Der ist sehr cremig, sämig. Der ist wirklich gut. Ein schöner, reichhaltiger Kakao. Ich finde es interessant, also bei den Briten hat man ja Tee dabei, da ist mal ein Kaffee dabei, aber
nicht so in dieser Masse, das sind jetzt wieder zwei oder drei Kakaos, drei Tees, zwei Kaffees mit weißer plus Zucker, das ist echt schon eine wahnsinnige Menge, plus zwei oder dreimal Getränkepulver, die ich mir nochmal machen kann. Das ist echt Wahnsinn, was hier dabei ist. Ich weiß nicht, ob es angedacht ist, dass man dann quasi jedem Geschmack gerecht wird oder ob es einfach gedacht ist, dass man halt diese Menge hat. Also erstens finde ich, also es ist schön für den Soldaten an sich. Eines der besten MAEs, das ich bisher gesehen habe. Musste natürlich jetzt auch noch schmecken. Aber richtig genial, also finde ich super toll. Aber rein logistisch ist es halt, ich glaube kaum, dass ein Soldat immer alles isst. Und das heißt, es wird viel weggeschmissen. Vielleicht werden die auch untereinander tauschen, oder das wird man wahrscheinlich machen. Der eine mag eher Kaffee, der andere eher Kakao, aber selbst wenn ich Kakao mag, dann hätte ich ja, ich habe ja schon zwei oder drei und dann werde ich mal nochmal welche tauschen. Ich weiß nicht so recht. Das ist schon Wahnsinn, also vielleicht, also mit so einem MAE komme ich auch zu zweit wahrscheinlich locker über einen Tag. Sehr geil. Also das ist schon mal absolutes Highlight hier. Also sehr lecker, der Keks. Dann die braunen Kekse, die probieren wir jetzt. Oder ich probiere und ihr schaut zu. Vollkornkekse. Na, die riechen schon so ein bisschen, als ob sie schon leicht drüber wären. Haben so einen leichten, muffigen Geruch schon. Sind noch nicht mehr ganz so knusprig. Nichtsdestotrotz, also schmecken aber noch völlig in Ordnung. Da ist jetzt kein Geschmack nach ranzig oder sowas. Hatte ich ja auch schon. Fangen wir an mit der Farmhouse-Paste. Da ist Schwein drin. Schweineleber. Okay, es wird also wahrscheinlich dann einfach eine Leberwurst sein. Jo, Leberwurst. Hier haben wir sie. Leberwurst. Ist also sehr fein, da sind gar keine Stückchen drin. Da würde ich jetzt nicht alles essen. Der Rest gibt es dann bei mir morgen zum Frühstück. Mahlzeit. Auf den Keks kommt sie tatsächlich nicht so krass rüber. Könnte tatsächlich ein bisschen stärker gewürzt sein. Ich probiere sie mal so. Ja, ist schon recht mild gewürzt. Aber ja, völlig in Ordnung. Ganz lecker. Und dann jetzt hier Thunfischpastete. Auch die wird jetzt probiert. Ja, kommt direkt der feine Thunfischgeruch durch. Hier probiere ich direkt mal vorab schon ein Stückchen. Ist auf jeden Fall würziger. Vom Außen her kaum zu unterscheiden. Ist ein bisschen leicht faseriger. Ganz einfach die Struktur vom Muskelfleisch, vom Fisch. Finde ich harmoniert jetzt mit dem Keks hier ein bisschen besser. Ist ein bisschen herzhafter. Ganz nette Sache. Auch von der Menge jetzt hier, vom Keks ordentlich. Jetzt haben wir hier 6 Kekse. Also 2 mit Thunfisch, 2 mit Leberwurst und noch Marmelade und Erdnussbutter habe ich auch noch. Die lasse ich jetzt mal ganz weg. Sonst wird das alles viel zu viel. Das ist auf jeden Fall ausreichend, würde ich sagen. Und als letztes haben wir hier noch die Käsecracker. Also 5 Stück an der Zahl. Ja, so sehen sie aus. Das sind die Käsecracker. Kommt so ein ganz leichter Emmentaler Geruch durch, würde ich sagen. Sind auch Vollkornkräcker. Vom Geschmack her aber dann schon sehr dezent, würde ich sagen. Könnten durchaus käsiger sein. Oder noch ein Stück salziger. Dafür, dass es die Holländer sind, haben sie hier ein bisschen gespart. Aber noch schön knusprig. Dafür, dass sie jetzt dieses Jahr im Mai abgelaufen sind, völlig in Ordnung. Zu so einem Käsekräcker, was passt da besser? Jetzt hier eine schöne Rinderbouillon. Wenn ich mir das nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich einen Ticken Wasser weniger nehmen. Also statt 250 nur 200 ml Wasser. Wäre dann ein bisschen kräftiger. Schmeckt auf jeden Fall, dass es Rind ist. Eine Standard-Rinderbouillon. Also nichts Überragendes. Ich habe durchaus schon bessere gegessen. Wie gesagt, vielleicht liegt es ein bisschen an der Konzentration. Aber macht auf jeden Fall schönen warmen Bauch. Und so ein schönes Süppchen hebt auch immer ordentlich die Motivation. So, dann sind wir jetzt hier damit schon durch. Dann bleibt man noch hier das Getränkepulver. Himbeer. Vom Geruch her war es schon recht intensiv. Farbe ist auch schön rosa.
Boah, also so richtig krass himbeerig. Nicht zu süß. Kommt noch eine schöne Säure auch mit durch, wie man so von der Himbeere kennt. Hier würde ich tatsächlich auch die Menge erhöhen, dass es nicht ganz so intensiv ist. Aber ein schönes, leckeres Getränk. Doch, gefällt mir auch. Sehr gut. Feines Himbeer-Erfrischungsgetränk. Wow. Also, ich bin immer noch geflasht von diesem ganzen Paket hier. Noch ein Schlückchen Kakao hinterher. Sehr gut. Dann würde ich sagen, bevor wir ans Mittagessen gehen, fangen wir mal nochmal mit dem Frühstück an. Und das Porridge. Also da ist ordentlich Wasser reingekommen. Mal kurz gucken. Also gefühlt würde ich sagen, ist die Fülllinie hier falsch drauf. Da steht drauf, dass 250 ml Wasser rein sollen. Das Teil hat 100 Gramm. Gefühlt ist das da jetzt mehr, was ich da reingemacht habe. Vielleicht habe ich so ein bisschen versaut. Aber das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr flüssig. Gerade eben hat oben so eine Lage Haferflocken geschwommen. Also ich glaube, das lassen wir noch mal ein bisschen stehen. Vielleicht zieht es noch ein bisschen mehr an. Das ist auf jeden Fall eine Mahlzeit, die auf jeden Fall satt macht, die ordentlich den Bauch füllt. Also ich glaube, ich habe zu viel Wasser genommen. Auf jeden Fall milchig, aber relativ geschmacklos, muss ich auch sagen. Kein Vanillegeschmack dran. Recht, ja, mild, also keine Süße dran. Na, das finde ich mal nicht so toll. Aber jetzt gucken wir hier mal weiter zum Chicken mit Couscous. Das ist richtig schön durchgezogen, würde ich sagen. Und das packe ich euch mal auf den Teller, damit wir uns das mal schön ansehen können. Also hier haben wir es. Eine schöne Portion. Dürften auch so, ja, 250, 350 Gramm sein. Schöne große Hühnchenstücke drin. Paprika, Karotten, Kichererbsen. Ich lasse mir mal schmecken. Mahlzeit. Ist mal so ein bisschen Couscous hier. Ausgewogen gewürzt. Nicht zu viel Salz, auch nicht zu wenig. Die Kichererbsen haben einen schönen Biss. Dann haben wir hier mal ein Stück Fleisch. Nam nam. Das Hühnchen ist auch wieder super rehydriert. Hühnchenstücke sind ja ausreichend drin, würde ich sagen. So dass man nicht bei jedem Löffel, aber so bei jedem zweiten, dritten ein Stückchen Hühnchen mit drauf hat. Es ist sehr vollmundig, muss ich wirklich sagen. Also ein schöner, ausgewogener Geschmack. Ganz dezente Schärfe hinten raus. Habe ich am Anfang nicht mit gerechnet. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, dass es nicht zu salzig ist. Doch, das gefällt mir. Also ich glaube, Couscous tatsächlich noch nie so gut gegessen. Das Gemüse ist alles noch als solches zu erkennen. Die Kichererbsen sind noch im Ganzen vorhanden. Ab und zu auch halbe drin. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist ein echt richtig leckeres Outdoor-Gericht. Hier ein richtig schönes, großes Stück Hühnchen. Schön saftig, zart, nicht faserig. Geil. Und tatsächlich, wenn man es jetzt ein paar Löffel gegessen hat, die Schärfe, die baut sich hinten dran immer noch so ein bisschen auf. Und für die es immer noch genug ist, war noch ein bisschen Sambal Oleg und noch ein kleines Päckchen mit dabei. Würde ich hier auf jeden Fall nicht mehr reinmachen. Würde ich hier kein Salz, kein Pfeffer reinmachen, gar nichts. Für mich ist das hier perfekt abgestimmt von der Würze her. Also Leute, ich bin begeistert. Ich glaube, man kann es mir ansehen. Ich muss noch einen Löffel essen und dann. Oh, noch einen. Komm. Oh. Ist gut. Stell es mal zur Seite. Ich lasse meine Frau nachher auch noch probieren. So, dann zum Porridge nochmal. Ich merke jetzt schon, also, obwohl ich jetzt hier nur so ein bisschen was von jedem gegessen habe, sättig das schon ganz schön. Der Kakao tut da auch seins dazu bei. Ja, also beim Porridge, ihr seht, also hier ist die Markierung, wo mein Finger ist. Ich habe jetzt noch nicht ansatzweise so viel Wasser da drin, wie diese Markierung es anzeigt. Es ist halt auch schwierig, weil wenn ich das ganze Teil so halte, dann steigt die Flüssigkeit weiter hoch, als wenn ich es hier so aufhalte. Wir haben hier halt, ja, ein Porridge. Haferbrei. Eine ganz dezente Süße. Milchpulver ist mit drin, denke ich mal. Ich lese mal kurz. Haferflocken, Weizenmehl, ja, Milch, Zucker, Fett, Sirup, Kartoffelstärke. Das war's. Kein Geschmack, gar nichts. Eklig schmeckt das Ganze jetzt nicht. Aber es ist halt relativ geschmackslos. Leichte Süße vorhanden, auch durch die Milch. Vielleicht wäre es tatsächlich ein Hack,
ein Päckchen Kakao hier reinzumachen. Wenn man sich das zubereitet, dann hat man eben einen Kakao Haferporridge oder Haferbrei. Ich kann mir vorstellen, dass das noch mal ganz gut ist, wenn man dann auch entsprechend die Menge Wasser richtig trifft. Ja, es ist völlig in Ordnung. Ist okay, ist ein Haferbrei mit Milch, der leicht Süße hat. Es ist, was es ist. Mit der Aprikosenmarmelade könnte man das Ganze auch noch ein bisschen aufpimpen. Ja, ist jetzt nicht mein Favorit. Ich bin dann eher der Typ Müsli oder Schokomüsli. Aber es ist auf jeden Fall ein Frühstück, was ordentlich satt macht. Und ich weiß es, ich kann es echt nicht verstehen, dass da noch ein Fruchtmüsli dabei ist. Wann soll ich denn das noch essen? Ist das als Nachtisch gedacht oder zum, bevor ich mich abends hinlege, dass ich nochmal ordentlich was im Bauch habe? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls eine ganz schöne Masse, die hier dabei ist. Ja, und bevor wir das Video dann jetzt hier noch mehr in die Länge ziehen, wir könnten wahrscheinlich hier noch eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde sitzen und den Rest uns durch den Rest hier durchfuttern. Schauen wir zum Schluss noch den Kuchen an. Einen Vanillecake. Ja, und der sieht auch gut aus. Das ist halt so ein schöner, saftiger Kuchen. Riecht sehr süß. Riecht vanillig. Ist noch schön saftig. Ganz dezent, vielleicht so ein leichtes Zitronenaroma. Na, ich glaube, das stelle ich mir nur vor. Das ist gar nicht da. Kurz den Kakao tunkt. Und auch der 85 Gramm als Nachtischkuchen. Wie gesagt, ich habe noch zweimal Erdnüsse, Beef Jerky, ein Proteinriegel dabei. Ist echt eine Menge. Auch der ist von, ist der auch von Orifo? Jo, ist auch von Orifo. Hier ist genau, Orifo sitzt in Dänemark. Aber hier haben wir ein holländisches MAE. Und hier ist tatsächlich die Inhaltsstoffe auch in Deutsch drauf. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass genau das Produkt auch in, im deutschen MAE vielleicht mal drin ist. Ja, Zucker, pflanzliches Fett, Palmöl, Sonnenblumenöl, Vollei-Pulver, Vollmilchpulver, Salz, Vanillegeschmack. Es ist, was es ist. Ein leckeres Küchlein. Leute, noch einen Schluck zu trinken. Und dann sind wir an der Stelle schon durch. Wahnsinn! Also ich habe jetzt ja schon, wie gesagt, einige MAEs durchgehabt. USA, England, Polen, Frankreich, Kanada hatte ich auch schon. Aber das ist echt der Wahnsinn, was da alles drin ist. Hut ab vor den Niederländern. Die versorgen ihre Armee gut. Ja, ich versorge jetzt hiermit meine Frau oben. Und mich dann noch den morgigen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr auch kein weiteres Video von mir verpasst. Ja, und dann sehen wir uns demnächst, wenn ihr wollt, wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao. Wow, Wahnsinn.